kann doch nicht, jetzt kann doch jeder Porsche-Fahrer kommen, stellt sich oben Streckenposten hin, sucht sich eine Zeit, wo auf der Autobahn nichts los ist und macht dasselbe. Und wenn sie den dann rechtlich belangen wollen, dann sagt er, wieso? Ich habe dieselben Bedingungen geschaffen wie der Chiron-Fahrer. Da bin ich auf jeden Fall bei dir, das auf jeden Fall, ja. Weil das ist ein Freibrief. Dann kann ich mich jetzt in ein Auto setzen, theoretisch, suche mir eine Zeit, in der auf der Autobahn nichts los ist, sorge für Streckenposten etc. pp. Und mache das Gleiche. Und wenn man versucht, mich dafür zu belangen, dann kann ich mich ja genau darauf beziehen und sagen, wieso, er ist auch nicht belangt worden. Wobei, bei dir wäre das praktisch. Ja. Wir wollen dir den Führerschein abnehmen. Ich habe keinen, kein Problem. Ja. Sie können mir nichts wegnehmen, was ich nicht habe. Genau. Aber bestrafen dürfen sie mich trotzdem nicht. Die nächste Tankstelle wäre dann aber mal mir. Jo. Weil ich sehe gerade, ich habe irgendwo Sprit verloren. Ja. Hey, bist du so weit hinter? Ja. Hey, ich sehe gerade, dass du kommst. Okay. Hm. Was passiert? Ja, wenn ich alle 100 Meter Motor auf die Funktion habe. Ach so, Auto kaputt. Ja, für solche Dinger gibt es alte Flugfelder etc., wo man sowas... Rennstrecken. Ja, oder das und alte Rennstrecken, wo man sowas problemlos machen kann. Ich muss mir nur mal vorstellen, dass da jemand urplötzlich auf die Autobahn fährt, vielleicht auch noch ein Jugendlicher, auch mit einem schnellen Wagen, der sich angespornt fühlt durch sowas und dem da versucht, in die Parade zu fahren mit irgendeinem Manöver. Ja, ich sag mal so, da bin ich voll bei dir. Im Rahmen des normalen Verkehrs wäre ich trotzdem dafür, eine gewisse Obergrenze zu schaffen. Ja, bin ich auch. Alleine auch, um den Rasertourismus einzudämmen. Also, es kommen ja Leute aus Japan, China etc. kommen ja nach Deutschland. Nur weil du hier auf der Autobahn in den unbegrenzten Abschnitten rasen kannst, so schnell Warum du willst. Warum gehst du so weit? Hallo, Schweiz? Ja. Ja, weil... war mir jetzt nicht bewusst, dass auch die Schweizer rüberfahren. Oh doch. Ja. Das Problem ist nur, die haben hier auf der A5 ein bisschen die Arschkarte, weil die ist immer überfüllt. Ja. Ich verstehe die Leute halt nicht, die dann auf die Autobahn auffahren. Aber dann ist die Frage, wo würdest du da jetzt die Obergrenze setzen? 130. Ja, ich sag mal so. 180. Ja, oder das, wenn es möglich ist, 180, ja, auf ganz gerader Strecke und allem. Aber drüber würde ich auch nicht gehen. Nein. Ja, weil, also ich verstehe die Leute halt nicht, die dann auf der ganzen Spur fahren mit 220 Sachen oder sowas. Ja. Und sich daran drüber aufregen, weil sie mal in die Eise gehen müssen, weil vor ihnen einer rüberzieht. Nach dem Motto, der hätte mich doch sehen müssen. Ja, und dafür wäre ich für eine Obergrenze. Ja, klar, weil, also... Andererseits muss ich aber auch sagen, also ich fahre selber auch keine 120, aber du musst halt auch als jemand, der rüber will, trotzdem gucken, aber wenn da jemand mit 200 von hinten angeschossen kommt, dann siehst du den irgendwann nicht mehr. Ne, Situation schon, weil ich jemanden überholen wollte, ich hatte frühzeitig in den Rückspiegel geguckt, da kam ein kleiner roter Punkt. Ich habe den Blinker gesetzt, wollte rüberziehen... Da war es ein großer roter Punkt in meinem Rückspiegel. Wer fährt denn damit Fresh mit einem Auflieger von Fresh Logistics? Die KI. Und die KI. Du musst halt im Zweifel mehrfach gucken. Die KI tankt? Wenn du einmal ganz kurz schaust, das ist wie ein Bild. Nee, der kam mit über 300 angeschossen. Ja, okay, das über 300 ist vor allem, ich weiß nicht, wie viel da los war, aber über 300 ist tagsüber in der Regel too much. Ne, wie gesagt, ich gucke ja mehrfach in den Spiegel. Ich gucke, aha, alles klar, hast Platz, da ist ein kleiner roter Punkt, der ist weit weg. Also ich bin fertig mit tanken. Ich auch. Und guck das nächste Mal, da war er dann schon was größer, dann gucke ich das nächste Mal, da war er dann ganz groß im Spiegel. Ja. Und beim vierten Blick hing er mir quasi schon fast im Kofferraum und war am Anblinken, dass ich wieder von der Spur runtergehe. Ja, also ich finde 180 ist eigentlich, höchste der Gefühle, was man wirklich dann als Limit setzen sollte. Und dann bin ich aber auch dafür, die trotzdem noch rasen und es übertreiben, da müssten auch die Strafen härter sein. Ja. Ne? Oder beziehungsweise wie in Amerika, ne? Autos sind dann abgeriegelt auf eine gewisse Geschwindigkeit. Ja, oder das. Weil, ne? Da ist es egal, wie viel PS du hast, ist es egal, wie viel Liter du hast an Hubraum. Ja, wenn du nicht schneller fahren kannst, weil gedrosselt, dann gedrosselt.
ne, die japanischen Autos haben das ja, glaube ich, auch standardmäßig, dass sie auf 180 begrenzt sind, oder? Ja. Und soweit ich weiß, Volvo will das ja auch einbauen, oder haben sie schon? Ich weiß gar nicht, in ihre Neuwagen. Bin ich nicht verkehrt. Ich bin jemand, der gerne schnell fährt. Ich muss sagen, mich interessiert, also ist halt immer situationsmäßig, ne? Wenn echt viel los ist und dann ist es auch nicht ganz gerade, sondern hin und wieder mal eine Kurve, dann finde ich es auch nicht so toll, wenn da jemand mit 200 und mehr ankommt. Wenn es allerdings ziemlich gerade ist, wenig los ist, ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Okay, weil es kann immer irgendwas passieren. Ja, da kann immer einer kommen, der... Ja, okay, du kannst auch morgens die Treppe runterfallen. Ja, aber es ist aber, so. Aber mit 300 dann da lang pesen auf einer Autobahn, wo einfach auf einmal viel los sein kann. Übersehe mich doch einfach. Kein Problem. Immer geradeaus. Hi, wo bist du? Mitten in der Nacht, wenn nichts los ist, ist es mir ehrlich gesagt vollkommen wurscht. Ja, aber auch das ist gefährlich. Ja, richtig. Weil es dunkel ist und du eben nicht alles siehst. Richtig. Das ist dann aber im Zweifel deren Problem. Also die Lichter der anderen siehst du ja. Wenn nur die zu Schaden kommen, ist das kacke, aber immer dann geradeaus. Ist echt selber schuld. Dann ist es nicht wurscht. Weil du siehst zum Beispiel dann ganz schlecht und schwer, wenn dann Tiere über die Fahrbahn laufen. Tja. Das ist halt, ne, bei den Rasern ist es meistens so, dass die am ungeschadetsten davon kommen. Leider. Ja. Und die Unbeteiligten, die hängen drin. Ja. Ja. Mit schwersten Verletzungen oder noch schlimmer. Bleiben Sie immer geradeaus. Also ich bin mit 90 unterwegs. Ich sehe Nico noch zu gerade, von daher geht. Aber ich war zwischenzeitlich auf 102. Bergab im freien Fall. Rechts halten. Das ist genauso mit den LKWs. Bleiben Sie immer geradeaus. Sie sind gedrosselt und trotzdem schaffen sie teilweise Spitzen. Immer geradeaus. Da denke ich mir, ja, wenn die das halt irgendwie überbrücken oder, also ja, oder auch überbrücken, wenn sie es halt in irgendeiner Form manipulieren. Ja, und auch bergab. Ich habe letztens noch... Ja gut, bergab ist halt, da kannst du theoretisch rollen lassen. Ich habe letztens noch einen Bericht gelesen, da haben sie einen LKW rausgezogen, hier auf der A3 bei Köln. Na Gerd? Hm? 109. Immer geradeaus. Alter, was macht der denn hier? Hat aber auch nichts mehr mit rollen lassen zu tun. Irgendwann. Nee. Doch. Nee, hey, ganz lange bergab geht sicher. Nee, da geht es aber nicht bergab. Ja, aber ich sag mal, da muss der Motor. Klar, Benni, Masse und so weiter, das Ding rollt richtig gut, wenn es lange bergab geht. Aber da muss der Motor runterbremsen. Du kannst 109 rollen lassen. Da muss der. Doch, kannst du. Rein technisch kannst du. Kannst sogar mehr. Ja, rein technisch. Locker. Geht nicht. Allerspätestens dann, wenn du in neutral schaltest, einfach. Dann ist dein Motor komplett raus. Klar, du kannst. Du kannst die Karre auch auf 130 rollen lassen, wenn es lang genug bergab geht. Steil genug. Ja klar, geht das, aber das ist nein. Rein technisch absolut kein Problem. Wuppertaler Kreuz. Ja, trotzdem kannst du das nicht machen. Gibt aber genug LKW-Fahrer, die es machen. Ja. Ja, leider. Um Sprit zu sparen. Ja. Schwung holen für den nächsten Berg ist auch so ein Ding. Ja, richtig. Ja, aber da ist selbst 100, da ist 109 trotzdem. Immer geradeaus. Ja, dass das verboten ist, da sind wir uns ja einig. Und ja, dass und das auch ein Grund hat, dass das verboten ist, schon. Aber und es verdammt, ist eben. Und verdammt gefährlich. Durch, ja, und das. Aber es ist eben halt komplett machbar. Ja, und das ist eigentlich. Auch ohne das Ding zu manipulieren. Und das ist eigentlich der Hauptgrund. Also, wenn ich mir vorstelle, du bist mit 109 bergab, damit du Schwung holst für den nächsten Berg. Da ziehst du hoch mit 100 oder mit 95, weil du gut Schwung hast. Hast aber keinen Blick oben auf die Kuppe und da ist dann Stau. Ja. Dann ist Ende. Und dann ist im Zweifel, je nachdem... Ich meine, für den LKW-Fahrer Ende. Ja, oder für den LKW-Fahrer ist gar nicht Ende, weil der nur eine Reihe PKWs vor sich hat. Und dann ist nämlich für die erstmal Ende und für ihn noch gar nicht mal so.
Naja, wenn du sagst, also mit erst wieder bergauf und dann die Kuppe, ne, bergauf verliert er ja die Geschwindigkeit. Ja, ich sag ja, wenn er dann 95 oder 90 der kann drauf ja hat. Der kann ja kein Gas mehr geben, also der ist relativ schnell wieder unter 90, wenn es jetzt nicht... Ja, trotzdem ist er aber eine Gefahr für sich und für andere LKW-Fahrer, dass er berg nicht hochkommt. Das auf jeden Fall. Also und er hat dann halt 90 drauf oder von mir aus auch 85. Wenn er aber nicht mit 109 Schwung geholt hätte, angenommen, dann hätte er in der Bergauffahrt auch keine 90 drauf. Vielleicht 50. Ja. Habt ihr das im Moment auch, dass ihr von der KI total ignoriert und übersehen werdet? Ja, teilweise schon, ja. Der LKW meinte gerade... Der stand gerade quer bei mir. Auf der Linkspur. Der ist in mich rein. Ihr wollt mal Hallo sagen. Vorhin aber auch, ich habe so ein Alfa Romeo oder sowas, bestimmt Kilometer oder so geschoben. Ich dachte, er zieht jetzt rechts rüber, ne? Immer geradeaus. Ich hab Motor auf E-Funktion. Ach so. Wirft er hier weg mit Alkohol. Ich habe auch Motor auf E-Funktion hin und wieder. Ja, ich hab's gefühlt alle 100 Meter. Das ist doof. Also ich bin vielleicht gerade mal auf 90 dann hoch und dann ist es vorbei. Ja. Jemand tanken? Das ist ein Einachser, ne? Also zwei Achsen. Ja. Eine Achse wäre doof, aber es sind zwei, ja. Alles eine Achse passt schon. Weiß nicht, warum die hier parken. Ja, keine Ahnung. Oh, Standstreifen ist... Nee, doch, passt. Hohoho. Das war Alter. Knapp. Freunde? Nee, ist gut. Bleib in der Mitte. Okay. Hier ist mehr als genug Platz. Noch. Was machst du da, Ben? Willst du meine Türen aufmachen? Ah nee, warte mal, ist klar. Ich will da Löcher reinmachen, weißt du? Hier gefühlt 5 mm neben der Leitplanke lang. Warum sagt mein Navi, man darf hier 32 fahren? Was ist das denn? MPH. Ja, aber auch nicht 32. Der zeigt eigentlich km/h. 32 Meilen wären ungefähr 50 km/h. Das halte ich für eine Autobahn auch für wenig. Ja. Aber die KI scheint sich dann zu halten, so langsam wie der da fährt. Also der hinter Nico und neben mir, der fährt 90, genau wie wir. Hier ist so ein Betonmischer, der war elendig langsam. Ja, den sehe ich auch gerade. Oh, der kommt schnell näher. Der ist bekannt, der LKW-Fahrer. Geisterfahrer sind sehr entgegenkommend. Ja. Ja, ein Geisterfahrer auf der Strecke. Einer? Ich sehe Tausende. Links halten und dann ausfahren. Wer fährt denn da links neben Nico? Könnte meine Wenigkeit sein. Nimm die Ausfahrt links. Biege nach links ab. Das ist so schön breit hier. Nico mal reingelassen. Bitte rechts halten.
La 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 la. Und jetzt der Flötenschlumpf. Bausaune? Po-Saune. Oh, Po-Sauna, ja, das ist ganz schön warm. Po-Saune. Haben sie dir das Mundstück von der Posaune in den Allerwertesten geschoben und dann... herrscht wieder dicke Luft. Rhythmische Furze. Bitte rechts halten. Oh, Tunnel. Tunnel. Welcher Tunnel war es jetzt nicht? Man nennt es auch Unterführung. Ich mag das einen Tunnel halt. Aber es sind Ballonen und so, wie es aussieht.